Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Regelmäßiges Einkommen mit Optionen erzielen. Das machen wir immer mit Thorsten Eberhardt. Ich freue mich, dass er hier wieder für uns die Zeit gefunden hat. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie sich für das Webinar interessieren und hier live dabei sind. Die Märkte haben jetzt oder in Amerika gerade geöffnet. Deswegen wollen wir so schnell wie möglich auch gleich starten. Nichtsdestotrotz möchte ich Sie natürlich einmal kurz im Namen von der FX-Welt begrüßen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und wie immer schauen wir uns den Risikohinweis an, denn wir, auch wie immer dient dieses Webinar ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, dann übergebe ich jetzt sehr gerne, bin im Hintergrund, wenn irgendwas ist und versuche da die Frage entsprechend für dich zu markieren. Wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Vielen lieben Dank, Nelson. Hallo zusammen, es geht mal wieder los. Wir sind ja einmal in der Woche sozusagen zusammen und schauen uns den Optionsmarkt bzw. die Märkte an und schauen, was wir hier als Optionshändler machen können. In der letzten Woche gab es eine kurze Anmerkung, es geht doch ein wenig zu schnell. Ja, das jetzt mal zusammen formuliert, was da benannt wurde in dem Kommentar des letzten Webinars, und da versuche ich mich ein wenig zu zügeln. Ja, das ist für mich an der einen oder anderen Stelle nicht immer einfach, wenn ich sozusagen in Fahrt bin, aber wir kriegen das natürlich auch hin. Für all jene, die mich nicht kennen, ich bin dieser Mann mit der Fliege und wir sind hier auch schon auf einer Page von FX Flat. Ganz genau, wenn ihr bei FX Flat ein Konto eröffnen möchtet und sagt, ja, ich will auch Optionshandel lernen, dann kommt doch zu mir in den Club. Dann bekommt ihr neben diesem Konto bei FX Flat nämlich noch 2 Monate verlängerte Clubmitgliedschaft. Also 14 Monate. Und wenn man dann verlängert, verlängern sich die 2 Monate natürlich auch. Das heißt, es sind immer wieder 14 Monate. Ich finde, das ist wirklich ein tolles Angebot. Ja, was der Optionshandel bietet, das bieten wir sozusagen auch bei uns hier im Club an, nämlich wie wir sozusagen in den Optionsmarkt die PS auch bringen können. Ja, das ist ja ganz wichtig. Ich bin ganz offen. Wir haben bei uns im Club ja mehrheitlich Leute, die schon eine gewisse Vorausbildung haben und dann schlussendlich sagen, ich habe jetzt ein Seminar, ein Webinar, 2, 3, 4 Tage besucht, aber ich brauche jetzt Begleitung. Ich brauche auch jetzt die praktische Anwendung. Dann bist du sozusagen bei uns richtig, weil wir bringen die PS auf die Straße. Nichtsdestotrotz wird auch Anfängerwissen hier vermittelt. Und nach dem letzten Webinar kamen 2 E-Mails mit einer ähnlichen Frage, nämlich die, warum soll ich überhaupt auf ein Seminar gehen für Anfänger, wenn ich zu dir in den Club gehen kann? Ja, also ich weiß jetzt nicht, was dieses Seminar genau anbietet. Ich möchte dazu auch gar nichts sagen. Nur ich sage ganz ehrlich, ich würde natürlich den Club hier nehmen, nicht nur, weil ich jetzt hier sozusagen den Club hier entwickelt habe und natürlich auch manage, sondern weil das halt ein sehr, sehr großer Mehrwert ist. Ihr könnt euch auch gerne die Bewertung hier bei Proven Expert ansehen. Wir traden gemeinsam, das heißt, wir haben einen Trade der Woche, den gucken wir uns gleich an. Wir traden aber auch außerhalb dieses einen Trade der Woche, der dienstags veröffentlicht wird, ist aber kein Signaldienst. Ja, soll nicht so sein, dass ihr was dahingesetzt bekommt und tradet das nach. Wichtig ist natürlich, dass man auch was lernt. Wir haben bis zu 3 wöchentliche Live-Calls, nämlich dienstags, mittwochs und donnerstags. Dienstags ist immer das Anfängerwebinar. Das wurde gestern vom René geführt und René hat gestern eine ganz, ganz tolle monatliche Income-Strategie vorgestellt, die wir jetzt auch regelmäßig im Club traden werden. Mittwochs für die Fortgeschrittene, da ist Martin Luschek bei uns im Boot. Da geht es halt auch um Trades für die Trading GmbH, also jetzt weniger steuerschonend, ne, Begriff 20k. Und donnerstags morgen, also da mache ich das wöchentliche Club-Treffen, ja, und im Anschluss besprechen wir noch Trade-Ideen der Clubmitglieder. Das heißt, wenn du beispielsweise eine Idee hast und sagst, ich will mal den Thorsten drüber gucken lassen, ich will Thorstens Meinung hören, dann kann man das
am Donnerstag im zweiten Teil des Clubtreffens machen. Die Meetings, also die Clubtreffen und die anderen Meetings, die sind immer 19, 19:30 Uhr, gehen gewöhnlich eine bis anderthalb Stunden und werden aufgezeichnet und sind in der Videothek verfügbar. Dann natürlich die ganzen Indikatoren. Wir gucken uns auch gleich im Markt sowieso den O4W-Best-Indikator an. Eine Videothek mit ganz, ganz vielen Videos. Und übrigens, und das ist wirklich jetzt auch eine Edge, das muss ich hier mal sagen, wir traden oder wir lehren und lernen auch Future-Optionen auf Rohstoffe. Ja, das ist bei vielen anderen nicht der Fall. Das ist bei uns, würde ich sagen, eine Ausnahme. Liegt natürlich mitunter daran, dass ich sehr rohstoffaffin bin durch meine Vergangenheit in der Rohstoffindustrie. Also das jetzt hier einfach mal dazu. Wir haben aber auch, das muss ich sagen, und das ist jetzt hier kein Verkauf, also ich will das jetzt hier nicht mit Defizit-Sales hier machen, aber wir haben nur eine begrenzte Anzahl von Clubmitgliedern. Heißt jetzt nicht, dass man nicht reinkommt, nur wir gucken natürlich, wer rausgeht, der schafft einen neuen Platz, aber wir gehen jetzt nicht auf Masse. Ja, das ist halt auch ganz wichtig, weil wir wollen uns austauschen. Hier ist es bei uns auch ein bisschen persönlicher. Gehen wir jetzt aber auf den Markt, weil dafür sitzen wir ja sozusagen auch zusammen und wir sehen hier den S&P 500 und der S&P 500, das ist für uns der Markt, der Benchmark für den Markt und hier haben wir den O4W Best Indikator, das ist ja der Indikator von mir für diese Plattform programmiert und das Schöne an diesem Indikator ist, ich kann vieles mit wenig Blicken sehen, schon alleine die Farbgebung der Kerzen sagen uns, sind wir gerade bullisch, bärisch oder neutral? Wir sind bullisch. Wir haben eine grüne Kerze und zwar schon seit dem 3. November. Das heißt, das Sentiment ist jetzt bullisch und wir sehen es auch wirklich schön. Hier sehen wir die gelbe Linie, das ist die EMA 20, der Exponential Moving Average, also der exponentielle gleitende Durchschnitt für 20 Tage. Die lila Linie darunter, die 50 und die weiße, das ist der einfache Durchschnitt der SMA, Simple Moving Average für 200 Tage. Wir sind mit allem darüber. Sieht also ganz gut aus. Man kann das aber auch hier unten in dieser Statuszeile sehen. Da sind wir ja auch alles grün. Also wenn man jetzt hier beispielsweise die originären Kerzen lieber drin hätte, dann kann man die Candle Signals vom O4W Best Indikator exkludieren und dann sich sozusagen an dieser Statuszeile orientieren. Ganz neu ist es jetzt auch, wir hatten vorher diesen O4W Best Screener, den hatten wir im O4W Best Indikator inkludiert, aber wie es manchmal so ist, wenn ein Algorithmus, also der Quellcode, auch zu lang ist, dann lädt es länger. Das haben wir jetzt hier separiert. Das heißt, der O4W Best Indikator und der O4W Best Screener, das sind jetzt zwei separate Indikatoren. Und das Schöne ist jetzt hier, nur mal kurz zur Erklärung, der Best Screener, der zeigt halt auf einen Blick mehrere Werte an. Da haben wir den SPY, der ETF auf dem auf den S&P 500, hier der QQQ, der ETF auf den Nasdaq und so weiter und so fort. Und das kann man dann nach seinem Gusto auch hier entsprechend ändern. Und hier ist es wirklich schön, es gibt ja welche, die traden nur bestimmte Titel. Ja, viele traden nur Indizes oder viele traden auch nur ETFs. Und das kann man hier einfach unten noch ergänzen. Das heißt, ich habe jetzt hier beispielsweise schon ein paar ETFs voreingestellt und die kann ich jetzt einfach mal dazu holen und dann habe ich jetzt für mich die ganzen ETFs drin. Dann gehe ich jetzt auf OK, jetzt müsste es gleich laden bzw. kommen und da sehen wir es auch schon. Dann haben wir jetzt hier die ETFs mit hinzugefügt und man kann hier halt sehen, wie viele Tage diese jetzt schon long sind. Ja, und das kann man natürlich auch hier ändern. Man muss natürlich nicht die voreingestellten nehmen. Ja, man kann jetzt hier auch beispielsweise mal Werte nehmen, die vielleicht für einen jetzt interessant sind. Ja, nimmt man mal Palantir, nehmen wir mal rein, gucken wir, ist drin, klicken wir an und schon kommt jetzt gleich auch noch Palantir dazu. Und das ist halt wirklich, hier sieht man es, ist natürlich wirklich schön, weil dann braucht man nicht alle einzelnen Titel hier in diesem Indikator durchrattern, sondern man kann hier alles schön in dieser Übersicht sehen.
Ich hoffe, ihr guckt auch meinen YouTube-Kanal. Wenn nicht, würde ich sagen, fangt jetzt an, weil in meinem YouTube-Kanal mache ich ja jeden Sonntag immer ein Video. Und diese Videos versuche ich natürlich auch relativ praxisnah zu machen, beziehungsweise auch entsprechend der Situation. Ja, also ich drehe meistens, also zu 99% die Videos nicht vor, sondern trade diese auch wirklich, drehe diese auch wirklich dann am Wochenende, beziehungsweise dann am Freitag, wenn ich jetzt irgendwelche Markttrades mache, weil am Wochenende hatten ja die meisten Märkte nicht offen. Und so bin ich natürlich auch immer am Zeit des, bin ich natürlich immer akut am Markt dabei. Und was ich letzte Mal erklärt habe, war zum Beispiel die Volatilität. Und da haben wir auch einen VIX Trader. Das heißt, hier können wir schön erkennen, ob wir jetzt eine hohe oder eine niedrige Volatilität haben. Warum ist für uns die Volatilität so wichtig? Grundsätzlich ist die Volatilität natürlich deshalb wichtig, weil Volatilität signalisiert Ruhe bzw. Unruhe. Und da gibt es ja diesen VIX, den Volatilitätsindex. Und der Volatilitätsindex, das ist jetzt die Bepreisung der Optionen auf den S&P 500. Ja, da gibt es wirklich von der CBOE diesen VIX-Index. Und wir können ihn jetzt einfach mal hier zuholen, aufs Plus drücken. Hier ist schon der VIX voreingestellt bei mir. Man kann auch hier VIX eingeben und dann klickt man hier und ich nehme den jetzt mal in einem neuen Bereich. Dann wird er hier unten geöffnet. Hätte ich neue Preisskala, wäre der im gleichen Feld. So, und jetzt haben wir hier den Volatilitätsindex. Und der Volatilitätsindex ist deshalb, wie gesagt, interessant, weil er natürlich Ruhe und Unruhe signalisiert. Ein hoher VIX, eben gesagt, Bepreisung der Optionen auf den S&P 500, suggeriert natürlich auch einen hohen Optionspreis. Wenn wir Stillhalter sind, dann sind wir in erster Linie natürlich Verkäufer von Optionen. Und wann macht es für einen Verkäufer Spaß, was zu verkaufen? Wenn der Preis hoch ist. Ja, wir wollen ja teuer verkaufen und günstig zurückkaufen. Das ist ja das ganz normale Optionsgeschäft. Teuer verkaufen, günstig kaufen aus der Verkäuferperspektive. Und dann sieht man hier natürlich an diesem Punkt, wo wir hier auch in Anführungszeichen den letzten Tiefpunkt hatten, am VIX Trader, dass hier nah an der roten Linie hohe Volatilität und wir sehen es ja hier am VIX selbst auch, die Volatilität, die ist hoch. Jetzt ist es natürlich immer schwer, weil es ist ja immer ein Kontext der Vergangenheit, herauszufinden, wann wir denn jetzt eine hohe Volatilität und wann wir eine niedrige haben. Grundsätzlich kann man sagen, alles, was über 20 ist, also 20 hier am VIX, ist panisch. Das habe ich ja auch hier in meinem Panikbericht drin. Kann man über Instagram kostenfrei verfügbar. Wenn man bei mir im Club ist, kriegt man Zugriff zu dieser Liste. Und da sehen wir hier, wir haben ja schon mehrere Punkte. Die Mehrheit der Panikzeichen hat was mit der Volatilität zu tun. Und das ist natürlich schon dann ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, was man mit berücksichtigen muss, beziehungsweise was man immer vor Augen haben sollte. Weil es gibt ja den einen oder anderen, der sagt, immer im Markt dabei zu sein, das ist ja ungesund. Ich gehe immer erst rein, wenn wir so ein bisschen Safe Haven haben, bla bla bla. Kann man machen, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Aktien direktional was tradet, ist es in Ordnung. Aber als Optionshändler haben wir doch den Vorteil, dass wir jede Seite bespielen können. Wir können jede Seite bespielen. Wir können sagen, wir gehen jetzt beispielsweise bullisch rein. Wir können sagen, wir gehen bärisch rein. Wir können auch sagen, wir gehen nicht direktional rein. Wir gehen neutral rein. Das heißt, scheißegal, sorry, dass ich das so ausdrücke, aber scheißegal, wie der Markt sich entwickelt, ich verdiene mit Optionen Geld. Das ist auch möglich. Ja, also wir haben so viele Möglichkeiten. Die Wichtigkeit dabei ist nur, dass man es schafft, ein Wahrscheinlichkeitsexperte zu werden. Und ein Wahrscheinlichkeitsexperte kann man nur werden, wenn man die Punkte röntgt,
die wichtig sind. Das sind auf der einen Seite die Griechen, das sind die Sensitivitätskennzahlen, Stichwort Delta, Theta, Vega, Gamma. Das sind jetzt die großen, da gibt es auch noch andere. Und dass man sich jetzt hier mit der Volatilität beschäftigt, weil die Volatilität ist ja ein wesentlicher Bestandteil der Optionsprämie. Und mein Freund, der Martin, der bei mir im Club da mittwochs immer unterwegs ist, der die Fortgeschrittenen da betreut, der sagt zum Beispiel, wenn die Vola niedrig ist, dann brauche ich ein Hedge. Das heißt ja, klingt komisch, ne? Wenn die Vola niedrig ist, brauche ich ein Hedge. Das heißt, wenn der Markt ruhig ist, dann soll ich mich absichern. Klingt ja so ein bisschen kontrovers. Ja? Warum soll ich mich denn absichern, wenn es unruhig ist? Ja, weil doch dann die Absicherung erstens günstiger ist. Optionsprämien sind niedrig. Ja, kann ich mich günstiger absichern? Das ist Punkt 1. Und Punkt 2. Wir wissen doch eins, wir haben hier einen Hochpunkt, also eine sehr hohe Vola und eine sehr niedrige Vola. Und das schwankt ja immer und immer wieder. Sprich, wenn man jetzt hier unten ist, in einem niedrigen, volatilen Umfeld, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch gegeben, dass die Volatilität natürlich steigt. Und wenn die Volatilität steigt, heißt das, die Optionsprämien werden teurer, für uns als Verkäufer nicht gut, Ziel verfehlt. Ja, weil wir natürlich wollen, dass die Optionsprämie günstiger wird. Eben gesagt, teuer verkaufen, günstig kaufen. Deshalb sagt mein Freund, hier immer mit einem Hedge reingehen. Und das kann man natürlich auch miteinander kombinieren. Insofern, dass man dann sagt, ich gehe jetzt hier in den Markt. Ich gehe jetzt hier in den Markt. Das ist für mich attraktiv. Es ist bullisch. Es sieht auch danach aus, als wenn es jetzt erstmal bullisch bleibt. Ich gehe rein und verkaufe die ganze Zeit Optionen. Egal, was für eine Option wir verkaufen. Wir gehen jetzt einfach davon aus, wir verkaufen eine Option. Und das Interessante daran ist natürlich, wir partizipieren, je nachdem, wie die Strategie aussieht, mehr oder weniger von diesem Kursanstieg, wenn wir jetzt beispielsweise Put-Optionen verkaufen. Ne? Minus P steht immer für Put-Optionen verkaufen. Ja. Das heißt, hier, das Underlying ist auf unserer Seite, aber die Vola ist nicht auf unserer Seite. Ja, und da müssen wir halt dann sorgen, dann kommt der zweite Teil, besonders wenn wir das jetzt höher skalieren. Können wir nicht irgendwas machen, wie wir vielleicht von dem Anstieg der Volatilität profitieren? Weil hiervon machen wir ja Minus. Das heißt, hier müssen wir irgendwie ein Plus machen, damit wir dann im Endeffekt einen Ausgleich haben. Das ist das, was wir hier jetzt machen müssen. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Man kann es langfristig, man kann es kurzfristig machen, man kann es über das Underlying selbst machen. Das heißt auf gut Deutsch, ich gucke mir mal an, dass ich vielleicht eine länger laufende Option, eine länger laufende Put-Option kaufe, weil die längere laufende, die sichert mich zum einen ab und zweitens, die profitiert ja von dem Vola-Anstieg, weil als Käufer ist der Vola-Anstieg ja gut. Wir können es aber natürlich auch anders machen. Wir können natürlich auch Volatilitäten traden. Und Volatilitäten, da ist ja zum Beispiel der VIX-Index. Und der VIX-Index, das haben wir auch schon mal uns angeguckt, das machen wir ja auch immer wieder, wenn wir den Markt analysieren, gucken wir uns die VIX-Terminstrukturkurve an. Da gibt es auch Futures drauf. Und die Aneinanderreihung dieser Futures, das ist dann die Terminstrukturkurve. Und für den VIX dann dementsprechend die VIX-Terminstrukturkurve. Und wir können natürlich auch Optionen direkt auf den VIX traden. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ich gehe jetzt hier in die Trader Workstation. Das ist ja die Handelsplattform. Die bekommt man ja auch von FX Flat zur Verfügung gestellt.
Ja, also FX Flat sieht man ja auch hier oben, ne? Der Broker meines Vertrauens, kriegen wir ja zur Verfügung gestellt. Und dann kann man jetzt hier mal sich einen Reiter machen, machen wir einfach mal, nennen wir jetzt Wohler, machen Reiter auf und dann kann man den Index einfach mal hier reintun. So, hier ist er, der VIX-Index. Und man sieht hier zum Beispiel eine IV Percentil und IV Direkt. Ja, und IV Percentil, das heißt, nur 7% waren niedriger als jetzt. Ja, also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt sehr niedrig ist, ist auf jeden Fall gegeben. Ja, übrigens kann man auch hier, das möchte ich nochmal kurz kundtun, bei dem VIX Trader auch, wo ist es jetzt? Vorführeffekt. Ach, diese Mal brauchen eine neue Brille. Kann man hier den IV Percentil zum Beispiel sich hier auch anzeigen lassen? Ja, das ist halt auch möglich. Ne? Und man kann natürlich auch die Beschriftung hinzufügen. Ne? Kann man natürlich dann auch machen, wenn man möchte. Ich möchte es jetzt nicht. Nur wir sehen auch hier, wir haben auch die Möglichkeit, den VIX Percentil uns jetzt hier direkt anzuschauen. Ist wichtig. VIX Percentil oder IV Percentil, sorry, und IV Rank. Wenn das jetzt noch immer zu schnell ist, dann tut es mir leid. Glaubt mir, ich mache es schon wirklich bewusst langsamer. Ja, also dann vielleicht noch im Nachgang noch mal gucken. Das sind viele Informationen, die wir hier gerade besprechen. Nochmal, wir gehen jetzt auf den VIX und wollen aufgucken, wie wir auf den VIX Optionen handeln können. Gehen zurück in die Trader Workstation. Hier haben wir den VIX Index hinzugefügt und wir können natürlich mit der rechten Maustaste auf den Option Trader gehen oder hier oben ist er auch. Wir klicken einfach mal drauf. Und dann sieht man hier in dem Option Trader die Registerkarten. Wir sind hier auch in der Registeransicht. Ja, wir sehen, wir haben hier viele verschiedene Optionen, die wir hier mit traden können. Ja, und was man natürlich machen kann, das ist ja relativ simpel. Man kann natürlich einfach eine Call-Option kaufen. Ja, wir nehmen jetzt mal hier eine, 27 Tage und dann kauft man sich mal eine für 80 Dollar. Ja, die kann man kaufen und dieser Long Call, der profitiert natürlich vom Anstieg des VIXs. So, und das kann man sich auch, und hier wechsle ich auch schon mal direkt in die Options Trad. Options Trad kann ich nur empfehlen, ja, da können wir das richtig schön visualisieren. Das ist für mich einfacher auch der Erklärung wegen als jetzt hier in der Trader Workstation. Und dann können hast wir du, hier Thorsten, ja? Eine Frage, hast du für den Call auch eine bestimmte Prämie, die du oder beziehungsweise einen bestimmten Preis, den du da entsprechend haben musst? Nein. Also ich habe da jetzt, also das war jetzt einfach nur ein Beispiel von der Technik, wie man einen Call kauft. Wie wir es jetzt machen, von wegen, schauen wir uns an, ja, wo vielleicht ein bisschen mehr oder genauer drauf eingegangen wird. So, wir gehen hier rein in den Long Call von Options Trad, geben den VIX ein, hier sieht man ihn auch schon, CBOE, ne? Das ist die Chicagoer Börse. Und jetzt können wir hier mal gucken, wo waren wir gerade? Ist ja, war das jetzt der 13.? Gucken wir uns nochmal an. Da war der 19. Ist ja jetzt auch hier dann der 20. Also ist ein Tag immer Versatz. Ist der VIX. Und wenn wir jetzt gucken, dann sehen wir hier das, was wir zahlen müssen. Ja, das ist das, was wir hier zahlen. Wir kaufen ja eine Option. Wir kaufen ja eine Option. Und schön zu erkennen ist nicht das, was am letzten Tag passiert, sondern das soll ja auch schon früher. Und jetzt sehen wir hier die Linie, wie sich der Profit entwickelt. Ja, das ist die P&L-Graph, also der Gewinn- und Verlustgraph. Und wenn wir uns unten das hier angucken, das ist die Volatilität. Und wenn die Volatilität steigt, dann sieht man, wie schnell man mehr profitabel wird. Und wenn man sich das anguckt, dann ist das natürlich schon gut. Ja, jetzt sieht man hier, wie viel man mit dieser Option verdient hätte, wenn die Wohler steigt. Und das kann man sich hier auch nochmal in Prozent angucken. Und solche Dinge
kann man natürlich immer zwischendurch machen, wenn wirklich eine sehr niedrige Volatilität ist. Das muss jetzt nicht dieser Long Call sein. Das ist jetzt eine ganz, ganz einfache Geschichte hier. Wir können es natürlich auch noch anders machen. Wir können natürlich sagen, ich mache mal die Vola wieder zurück. Ja, das ist jetzt Status Quo, also so wie es die Ausgangssituation ist. Wir nehmen jetzt mal einfach eine, wo wir ein bisschen mehr partizipieren, kostet auch mehr, aber wir finanzieren diesen Long Call mal. Das heißt, wir wollen jetzt mal das, was wir ausgegeben haben, mit einer vereinnahmten Prämie finanzieren. Und da kann man natürlich hier das so machen, dass man aus dem Long Call einen Bull Call macht. Ja, das heißt, wir sind hier mit dem Strike-Preis, ne, das ist dieser Ausübungspreis, sind wir jetzt näher an den Kurs, näher ans Geld gegangen, wurde dadurch teurer, sind jetzt hier bei 77 Dollar, ist auch 100, ne, also auch die VIX-Option ist auch mal 100, das sind 77 Dollar und hierfür haben wir 39 Dollar bekommen. Hat natürlich, wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, einen Nachteil, wir sind im Max-Profit begrenzt. Sprich, wenn wir jetzt einen richtigen Crash haben und der VIX, wie jetzt beispielsweise während Corona, über 70 steigt, dann haben wir trotzdem hiermit nur 362 Dollar verdient. Wenn wir jetzt aber das nochmal rausnehmen, dann sieht man, unbegrenzt. Ja, hier wäre der Profit unbegrenzt. Wenn wir das mal hier uns angucken, dann hätten wir natürlich ganz, ganz schnell, ich mache mal wieder auf Dollar, viel Geld verdient. Ja, das kann man natürlich immer wieder machen, wenn man auch zum Beispiel in seinen bullischen Strategien als Verkäufer von Optionen bei niedrigen Volatilitäten tradet, dass man sich überlegt, kann ich das eine Schwergewicht nicht so ein bisschen, ja, ich sag's mal so, ein bisschen entspannen, indem wir auf der anderen Seite vielleicht etwas traden, was schlussendlich profitiert vom Vola-Anstieg. Und das kann man jetzt hier natürlich mit dem VIX ganz schön machen. Der Vorteil bei diesen Debit Spreads ist natürlich, die Ausgabe ist auf der einen Seite gleichzeitig der Verlust und auf der anderen Seite, wir haben jetzt hier, wenn wir keinen Spread, sondern die jetzt nur als Long Call offen haben, haben wir natürlich auch noch einen unbegrenzten Gewinn und die Prämie selbst für unsere 20k ist nicht so schlimm. Ja, man kann es natürlich auch ein bisschen stärker, größer machen, ja, dann hat man mehr. Immer eine Frage, was für eine Steuerpolitik man selber fahren möchte, ja, ob man jetzt sich an die 20k bindet oder nicht. Und natürlich die andere Frage ist auch, wenn ich jetzt beispielsweise in sehr niedrigen volatilen Umfeldern mit Verkaufsgeschäften, also mit Stillhaltergeschäften agiere, ob es da nicht sowieso ein Must ist, das zu kompensieren. Ja, das wird ja immer überall unterm Tisch gekehrt. Es gibt ja auch welche, die da sagen, Hedging macht keinen Sinn. Das hat jetzt hier nicht nur was mit Hedging zu tun. Also jetzt mit Absicherung, sprich Rendite. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich mich mit dem Markt beschäftige. Und ich verkaufe zu einem günstigen Preis. Sprich, meine Margin ist einfach niedriger und ich stehe ganz klar dem Risiko der Volatilität gegenüber. Und das versuche ich natürlich irgendwie auszugleichen. Das heißt, das geht jetzt hier nicht darum, ob ich jetzt Hedging gut finde oder nicht. Es geht einfach nur darum, von mir aus kann man es auch anders nennen, ich suche mir die Möglichkeiten aus, die schlussendlich die maximale Wahrscheinlichkeit für eine ordentliche Rendite bieten. Das ist es, Wahrscheinlichkeitsexperte und dann diese Möglichkeiten auch einfach mal nutzen. Und jetzt zum Abschluss. Zum Abschluss, das heißt, wir sind jetzt in der letzten Viertelstunde, möchte ich noch eine Strategie erklären,
die wir auch schon mal besprochen haben, aber ich finde, man kann sie auch an der einen oder anderen Stelle nicht oft genug sagen. Das ist diese Poor-Man's Covered Call-Geschichte. Also, wir haben, fangen wir mal ganz einfach an mit dem Long Call. Und ich nehme jetzt eine Aktie, die jeder kennt, das ist jetzt Apple. Wenn wir Apple jetzt direkt traden, können wir es natürlich mit CFDs, wir können es mit Aktien machen, wir können auch über ETFs, wo Apple drin ist, das natürlich traden, wir können es auch mit Optionen traden. Wenn wir jetzt aber Optionen mit Aktien vergleichen wollen, dann ist natürlich immer die Zahl 100 im Raum. Warum? Weil die Kontraktgröße bei einer Option, bei dieser Option hier auf dem amerikanischen Markt, liegt bei 100. Und dann müssen wir natürlich überlegen, was zahlen wir, wenn wir 100 Apple kaufen. Hier in dem Fall einfach zu rechnen, Apple mal 100 wären dann die $19.193. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, wir sind doch jetzt in einem volatil schwachen Umfeld. Wir sind jetzt unter einem VIX von 13. Nicht lang ist es her, da hatten wir 20. Sind jetzt unter 13. Und dann suchen wir uns doch jetzt einfach mal eine Apple-Option aus, wo wir von der niedrigen Volatilität profitieren. So, wir wissen, niedrige Vola, Optionspreis ist niedrig. Das heißt, ich kann Schnäppchen jagen. Also gehe ich jetzt auf den Schnäppchenmarkt hier bei dieser Call-Option. Ich weiß, 100 Aktien bräuchten wir ungefähr, um jetzt zu kalkulieren oder um einen gleichen Vergleich machen zu können. Dann ist das Erste, was wir machen, wir nehmen eine längere Laufzeit. Wir nehmen deshalb eine längere Laufzeit, weil je länger die Laufzeit, desto niedriger ist der Zeitwertverfall. Ja, wenn wir jetzt auch nah am Geld sind sowieso, aber da ist der Zeitwertverfall. Der Zeitwertverfall ist ja das, womit alle Stillhalter argumentieren, nichts machen, ja, stillhalten und Geld verdienen, weil die Zeit, die bringt uns ja jeden Tag Geld, richtig. Und als Käufer andersrum kostet uns die Zeit Geld. Und deshalb müssen wir natürlich gucken, dass wir das irgendwie hinbekommen. Und wenn wir uns jetzt mal hier nach rechts schwingen, ja, dann sehen wir hier einen Theta. Ja. Gucken wir uns an, Theta 150 Tage und Theta 23 Tage. Theta ist ungefähr jetzt doppelt so hoch. Also der Zeitwertverfall ist da viel höher und deshalb zurück hierhin. Haben wir ein niedriges Theta. Jetzt haben wir aber noch ein Delta. Delta bedeutet ja nichts anderes als, wie viel partizipiere ich eigentlich am Underlying? Wenn ich jetzt sage, wir haben hier 100 Aktien, müsste ich ja eigentlich ein Delta von 100 nehmen. Ja, ein Delta von 100 nehmen. Dann wäre es summa summarum das gleiche von der Entwicklung wie diese 100 Aktien. Finden wir jetzt keinen. Gucken wir mal. Da sehen wir jetzt beim Delta von 100. Wir gucken mal hier, haben wir hier auch noch. Hier haben wir auch noch ein Delta schon von 1. Eine Sekunde, gucken wir uns das mal an. So, sagen wir mal hier. Hier wären wir jetzt ungefähr bei Delta 100. Hieße, das wäre jetzt 1 zu 1 mit der Entwicklung der Aktie. 100 Delta, 100 Aktien. Hierfür zahlen wir aber nur $7.917. Ja, und hierfür zahlen wir $19.157. Für, auf gut Deutsch, gleiches Ergebnis. Ob Aktie oder Option. Ja, wir haben hier noch nicht mal die Hälfte. Ja, ist ja schon fast nur ein Drittel. So, liegt zwischen die Hälfte und ein Drittel die Ausgabe dafür. Und das spricht doch schon mal dafür. Das spricht doch schon mal dafür, dass wir die Option nehmen. Punkt 1. Wir nehmen jetzt aber hier, und ich möchte kurz das Regelwerk von mir erklären, wir nehmen meistens so Delta 80. Gehen wir hier zurück, da können wir es auch direkt sehen. So, Delta 80, Delta 85, ist jetzt egal, ich nehme das hier. Das wären dann $2.787,50. Die ich für diesen Long Call ausgebe. Und wenn ich jetzt die 2787,50 mit dem Delta von, was war das jetzt? 84,3 hochrechne, dann muss ich ja durch 84,3, dann wären es jetzt $3.300, die ich sozusagen für 100 zahlen würde, wenn ich jetzt diese auf 100 hochrechne. Ist doch eine günstige Geschichte. Was aber doch noch viel, viel schöner ist, und das möchte ich jetzt hier zeigen, weil wir halt eine niedrige Volatilität haben.
Würde jetzt die Wohler steigen, guckt euch das hier an. Würde jetzt die Wohler steigen, bedeutet das ja, selbst wenn wir hier im Preis runtergehen, haben wir zumindest hier keinen Verlust. Wenn die Wohler jetzt noch mehr steigt, ja, das ist es ja. Der Kurs der Aktie fällt. Die Wohler steigt. Im Aktienmarkt ist es so. Kurs fällt, Wohler steigt. Wenn der Kurs fällt, machen wir trotzdem hier mit Profit. Weil wir sind in einem Bereich, wo wir eine niedrige Volatilität haben. Das heißt, hier würden wir logischerweise eher zu dieser Long-Call-Option greifen, als beispielsweise zu der Aktie in diesem schwachen, volatilen Umfeld. Das ist jetzt hier Long-Call. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, wir haben 2.795 Dollar. Und wir sagen jetzt Folgendes. Ich will trotzdem noch als Verkäufer auf den Markt. Ich will trotzdem noch meine Prämie verdienen. Dann können wir hier natürlich auch noch eine Call-Option verkaufen. Ja, so, was heißt das jetzt für uns? Ich nehme aber eine andere Laufzeit. Warum? Ich will doch von diesem höheren Zeitwert profitieren. Das heißt, hier change ich. Hier ändere ich dann die Laufzeit. Und die mache ich dann einfach mal bis zum 15. Dezember. Das ist die nächste normale Option. Und da bekäme ich jetzt für die 200er verkaufte Option 51 Dollar für die 23 Tage. Ja, das ist ja in Ordnung. Ne? Das ist, sag ich mal, so ein durchschnittlicher Preis für ein Fitnessstudio monatlich. Ne? Und das ist natürlich schön. Wir haben hier einen Max-Profit von 692 oder 690, der Preis variiert ja jetzt. Wie kommt der zustande? Zum einen die 50 Dollar, die ich bekomme durch die Prämie, und zum anderen profitiere ich ja noch von dem Kurs von den 191 zu dem Ausübungspreis, zu dem Strike-Preis von 200. Das sind ja ungefähr 900 und 900, stimmt ja gar nicht. 700, 830, ne, kann man hier mal ausrechnen, von wegen, wie viel das genau ist. Und dann sieht man hier, was das bringt. Ja, das heißt, hier haben wir unsere Ausgabe, die 2798. Das ist unsere Ausgabe. Dann die Entwicklung des Underlyings abzüglich plus der verkauften Prämie. Dann sind wir hier bei einem Gesamtprofit von 685,60. Und das wäre, wenn das jetzt nochmal ein Jahresendrallye macht, wenn das jetzt eine Jahresendrallye macht, dann hätten wir in der Zeit die 685,67 durch die 2.747,50. Das wären knapp 25% in den 23 Tagen, wenn es Apple jetzt schaffen würde, den Preis von 200 hier durchzubrechen. Dann wären wir hier dran. Aber das muss ja nicht so lange sein. Ja, wenn wir uns das mal angucken. Das muss ja nicht. Wir können ja schon viel früher, können wir ja schon rausgehen. Wir können ja einfach sagen, ich gehe mal bei 10% raus. Das ist ja nicht weit. Das ist ja nicht weit. Das sind 3%, die Apple sozusagen steigen müsste. Dann habe ich die 10%. Und das kann man halt dann auch immer und immer wieder machen. Man kann es natürlich auch anders machen. Man kann ja auch sagen, nee, pass mal auf, ich gehe näher ans Geld. Ich nehme 195. Dann kriege ich natürlich mehr durch den Verkauf der Option. Statt diesen 50 sind wir jetzt bei 175 Dollar. Aber dafür sind wir natürlich 500 weniger an Bewegung zwischen den Strike-Preisen 195 und 200. Ja, das sind halt alles so Möglichkeiten, die wir hier haben. Und wie machen wir das? Wir gucken uns das natürlich immer wieder hier an. Wir suchen uns beispielsweise hier Werte aus, die natürlich auch für uns bullish sind. Da gibt es hier diese Liste. Dann gucken wir uns an, dass jetzt nicht irgendwo die Earnings dazwischen sind, dass wir einfach mal reingehen können. Und dann kann man es machen. Wir können es jetzt mal kurz mit Tesla machen. Gucken wir uns mal Tesla an. Gehen wir zuerst hier rein. Sehen wir, haben wir Open, haben wir auch schon wieder ordentlich losgelegt, Tesla. Ne, ne, der wird immer wieder aufsteigen. Gehen wir hier rein, machen wir Tesla. Hier haben wir gesagt, wollen wir Delta 80 und höher. So, sind wir Delta 81, das ist gut. Und hier nehmen wir einfach mal, sagen wir 245.
Dann wäre es jetzt wie folgt. Hier müssen wir noch die Zahlen ändern. Wir sind viel zu weit vorne. Entschuldigung. Hier, den wollen wir kürzer haben auf dem 15. Dezember. Und den wollen wir auch nicht so lange. Den wollen wir auf die 149. Nochmal gucken. Delta können wir eigentlich so stehen lassen. Alles in Ordnung. Die 245 auch. Dann wären wir hier bei dem Fall. Das heißt, hier hätten wir eine Ausgabe von 5.990 und ein Profit Max von 1.355. Gucken wir uns das mal an. 22,6% dieses Beispiel, ne, für die theoretischen 23 Tage. Und was man natürlich machen kann, wenn die Option jetzt hier noch länger ist, dass, wenn der Preis nicht erreicht ist von den 245 und die Aktie sich seitwärts entwickelt, ja, dann lässt man diese Option auslaufen, kriegt dann die 703 Dollar. Und dann macht man es wieder neu auf. Das heißt, man lässt diese gekaufte Option laufen und im Anschluss, nachdem diese verfallen ist, also nach dem 15. Dezember, dann machen wir halt eine neue verkaufte Option drauf. Und so kann man natürlich mit Option auch ein regelmäßiges Einkommen generieren. So, viel geredet. Sind da jetzt auch Fragen? Gucken wir mal an. Jo, da sind ein paar Fragen. Ich fange mal an. Der Ferry ist gar nicht dabei. Den habe ich wohl. Der ist jetzt raus. Grüße aus Süddeutschland. Ja, Grüße aus Düsseldorf. Gleich mal eine Frage. Sollte ich lieber Barchart abschließen oder Optionstrat? Zwei völlig verschiedene Sachen. Optionstrat ist für mich unentbehrlich. Also Optionstrat brauche ich immer. Albert, guten Tag. Wann wird das letzte Seminar in YouTube hochgeladen? Schade, dies immer so lange dauert, bis man die Sache nochmals anschauen kann. Da Nelson hat das relativ schnell gemacht bei dem letzten Webinar. Es sind alle online, ja. Ja, das ging aber richtig zügig. Also lange nicht. Also am besten live dabei sein, da brauchst du auch nicht warten. Aber grundsätzlich, Wix war last Sunday. Ja, richtig. Wix war Thema bei mir am letzten Sonntag. So, Dirk. In der TWS habe ich Strategy über. Braucht es da noch Optionstrat? Ja, definitiv. Gerade schon gesagt, Optionstrat kann das so schön visualisieren und du kannst an der impliziten Volatilität spielen. Das ist, du kannst dir die Griechen anschauen, ist eine viel, viel größere Tiefe und viel schneller in der Umsetzung. Optionstrat ist kostenlos, ja, außer du willst dir die Griechen angucken und ein bisschen mehr en Detail, dann ist es kostenpflichtig, aber für den Anfang empfehle ich immer die kostenlose. Bei welchem Preis bekomme ich die Apple-Aktie ins Depot? Ja, je nachdem, zu welchem Preis du die kaufst. Das ist keine Wheel-Strategie. Das ist jetzt hier, das ist Poorman's Covered Call. Du kriegst gar keine Aktie ins Depot, das ist ja ein Long Call. Das heißt, du hast das Recht, ein Underlying zu kaufen. Du bist kein Pflichtenträger. Pflichten hast du nur als Verkäufer. Hier geht es bei der Long Call als Käufer und die verkaufte Call, die ist natürlich mit Ausbuchen dann verbunden. Aber weil du ja die Long Call hast, kannst du es beide schließen. Musst natürlich aufpassen, dass du nicht tief im Geld bist, das ist klar. Aber das ist nicht die Wheel-Strategie, das ist Poorman's Covered Call. Also PMCC abgekürzt. Komme ich auf der Verlustseite schneller in die 20K Verrechnung? Ja, definitiv. Also die Long Calls sind ja Long-Optionen. Und wenn die verlustig sind, nagen die natürlich an den 20K. Das ist klar. Aber trotzdem würde ich das nicht komplett ausschließen, besonders nicht, wenn wir recht bullisch sind. Man kann es ja auch auf gut Deutsch relativ früh schließen. Und wenn wir jetzt auch noch in einer schwachen, volatilen Umfeld sind, kann man das ja auch in Anführungszeichen mit einem überschaubaren Verlust dann schließen. Außer das knallt natürlich voll nach unten durch. Ne? Okidoki. Sieht gut aus, aber die Zeit auch gut genutzt. Sehr gut. Finde ich gut. Sehr schön. Ich glaube, dann wie immer, wenn Fragen im Nachgang noch kommen, dann können Sie das auch an uns weitergeben und dann leiten wir das weiter. Aber Thorsten hat ja auch entsprechend seine Webseite. Vielleicht kannst du ja nochmal zeigen, wie man dich kontaktieren kann, Thorsten. Genau, mich kann man einfach kontaktieren. Erstens, man kann mir natürlich eine E-Mail schreiben oder
wenn ich euch kontaktieren soll, könnt ihr auch gerne mein Newsletter nehmen. Ja, aber ansonsten hier E-Mail, dann ist mail@optionsforwinners.de, da kann man mich kontaktieren. Und am Ende, FX Flat und Options for Winners freut sich immer über einen Daumen hoch. Ja, auch für die Videos, die jetzt bei FX Flat sind, da würden wir uns wirklich freuen, wenn da mal ein bisschen gepusht wird. Und wenn man dann natürlich noch Abonnent ist, dann kriegt man ja natürlich auch immer wieder was mit, wenn was Neues sich ergibt. Ja, also für FX Flat und für Options for Winners immer gerne neue Abonnenten. Ja. Super, vielen Dank, Dirk. Freue ich mich über dein Feedback. Und vielen Dank, Thorsten, für das Webinar heute. Ja, freue mich schon auf nächste Woche Aufzeichnung. Auch diese Woche machen wir so schnell wie möglich online. Können Sie das Ganze dann nacharbeiten. Und ansonsten viel Erfolg heute noch, viel Erfolg diese Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und Thorsten, du hast das Schlusswort. Vielen Dank. Super. Vielen lieben Dank an FX Flat, an Nelson und natürlich an euch, die Zuschauer, die Zuhörer. Ohne euch würden wir das alles hier nicht machen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch noch weiterempfehlt. Ja, ich meine, ich weiß, es ist 3:30, aber trotzdem, der eine oder andere ist vielleicht da, empfiehlt das Kollegen, Freunden oder wem auch immer weiter. Ja, wir würden uns freuen. Ich danke euch, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Bye, bye. Ciao.